der Kepler-Schule Schülerinnen und Schüler stimmen. Ich finde die Atmosphäre zwischen Lehrer und Schüler gut. Sie können sich entfalten dabei. Ich finde es gut, dass die Lehrer uns sehr unterstützen. Mir gefällt es, dass wir eine Bibliothek haben. Ich finde die Sporthalle groß und sehr schön. Ich finde es toll, dass wir Wandertage haben. Mir gefällt der Freizeitbereich. Ich finde die AG-Angebote sehr gut. Mir gefällt die Tauchfahrt nach Kroatien. Mir gefällt der Instrumentenraum. Ich finde es gut, dass die Schülerinnen und Schüler sich untereinander gut verstehen. Mir gefällt der Computerraum. Die Teammitarbeiter sind höflich und freundlich. Ich finde, die Lehrer unterstützen die Schüler gut. Eltern stimmen. Ich bin Kerstin Joya und mein Sohn geht seit guten 3 Jahren, jetzt das 4. Jahr, an diese Schule. Ich bin Christian Gellert, bin seit 2 Jahren hier an der Schule aktiv und habe jetzt seit diesem Schuljahr mein 2. Kind an der Schule. In der 7. und der 9. Klasse sind meine beiden Mädchen. Für mich war von Anfang an wichtig, mich als Elternteil einzubringen in die Schulgestaltung. Und bisher ist es uns ganz gut geglückt, überhaupt eine Elternarbeit an der Schule aufzubauen. Meine Kinder haben sich diese Schule ausgesucht, speziell wegen dem Tauchunterricht. Ich selber bin vom Tauchen auch sehr begeistert und habe im September 2016 mit der Kepler-Schule meinen Tauchschein gemacht und strebe jetzt den Tauchlehrerschein an, um an dieser Schule unterstützend tätig zu sein. Das erste Mal, als ich getaucht bin, war es ungewohnt. Aber nach einer Weile wurde es immer schöner. Als wir den Ausflug zum Helenesee gemacht haben, durfte ich meinen Basic-Schein machen. Das Coole ist, wenn man eine von den 10 Besten ist, darf man mit nach Kroatien fliegen. Die Tauchfahrt ist am geilsten. Und es macht Spaß mit den Lehrern. Und unter Wasser ist es so wunderbar, die Fische zu beobachten und die Pflanzen. Aber das Beste von allen ist, man bekommt den Kopf so frei. Man ist den ganzen Stress los und es fühlt sich fantastisch an. Wir setzen uns viel für die Schule ein, für die Kinder, für die Eltern, für die Lehrer und auch für die Schulleitung. Wir können immer auf diese Schulsozialarbeit zählen. Sie sind immer ein Stück weit auch Vermittler zwischen allen Instanzen. Und die darf eigentlich an einer Schule nicht fehlen. Wir haben eigentlich schon sehr viel erreicht, wie zum Beispiel jetzt im nächsten Jahr die Schulhofumgestaltung, welche von den Schülern selbst mehr oder weniger vorgeschlagen wurden. Und die besten Themen wurden dann für die Landschaftsbauer genommen, wo jetzt das Projekt ausgearbeitet wird. Und im nächsten Jahr wird der Schulhof umgebaut. Eine neue Erfreulichkeit ist, dass wir eine tolle neue Schulsekretärin haben. Und wir haben ab dieses Jahr auch eine Schulco-Leitung bekommen. Ich bin Moritz Dreher, der Schulleiter der Kepler-Schule und ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Schule. Wir sind seit Januar 2016 für die Schule im Quartiersrat drin, vom Quartiersmanagement und versuchen die Nachbarschaft ein bisschen zu festigen, weil wir es geschafft haben, die Feste wie das Kiezfest und das Europäische Nachbarschaftsfest hier an der Schule ausrichten zu können. Und dadurch hoffen wir, dass eben viele Eltern herkommen und die Schule dadurch kennenlernen. Ich würde mich sehr freuen, wenn man sich hier anmeldet, vielleicht für einen Rundgang oder auch ein Gespräch mit uns Eltern oder anderen Lehrkräften oder uns hier in den Elterntreffen, kann man uns auch gerne besuchen kommen, sich dafür anmelden und sich selbst ein Bild machen. Meine Kinder denken beide, dass die Lehrkräfte sehr, sehr gut sind an dieser Schule und dass sie dadurch viel lernen können. Ich bin seit 2 Jahren hier aktiv und meine Kinder fühlen sich hier wohl und sind bestens betreut. Nach den Sternen greifen. Mein Traumberuf ist es, Radiomoderatorin zu werden. Ich möchte gerne Modedesignerin sein. Mein Traumberuf ist Polizistin oder Jockey. Ich möchte gerne Fotografin werden. Ich möchte am liebsten Architekt werden. Ich möchte Kinderärztin sein. Ich möchte später mobile Maklerin werden. Ich möchte gerne Pilotin werden.
Mein Lebensziel ist, Ingenieur oder Techniker zu werden. Dick machen! So, und dann lächeln. Wir sind die Kepler-Schule.